Und der ist gut. Also da haben wir sie doch, die ersten Punkte in diesem Spiel. 3:0 Führung für die Raiders durch den neuen Kicker, durch Emanuel Trinkel, der letzte Woche auch schon ein Field Goal erzielt hat. 2 von 2 also für den Mann, der erst seit 2 Wochen da ist. Dritter und 9. Geht mehr als nur ein Field Goal? Das ist die große Frage jetzt. Wäre ein Traumstart in die zweite Hälfte für die Raiders. Strong hat genügend Zeit, wirft ihn Richtung Endzone. McClam gegen 2 und den hat er. Touchdown, Jarvis McClam. Touchdown, Raiders. Super Start für die Raiders nach diesem riesen Return von Jarvis McClam. Und da ist er wieder. Woche für Woche sprechen wir Kommentatoren, wir Experten, da ziehe ich mich jetzt einfach mal mit dazu, über Jarvis McClam und seinen Impact in dieser Offense. Und hier sehen wir auch wieder, warum. Return von ihm über 50 Yards und jetzt den Touchdown gefangen. Gegen 2, wohlgemerkt, zur Führung. Zur ausgebauten Führung. Der Extrapunkt ist gut. Two-Score-Game. 10:0 für die Österreicher. Und das Ding ist... Jetzt sind genau die Refs da unten. Ja, ist gut. Ich wollte gerade sagen, es war knapp, aber das Ding ist gut. 3:10 aus Barcelona-Sicht. Wenn jetzt die Raiders einen Touchdown machen, ist die Nummer sowieso durch. Zwei Touchdowns in weniger als 60 Sekunden, vergiss es. Strong, schöner Fake und dann Touchdown Raiders! Haselwanter mit dem Touchdown! 62 Sekunden vor dem Ende machen die Raiders das Ding hier klar. Also spannend und am Ende schlagen sie mir einen Touchdown zu, die Raiders. Verdienter Sieg auch, muss man sagen, weil sie die Drives besser bekommen haben. Aber natürlich auch durch die Verletzung von Connor Miller war die Barcelona-Offense dann ja noch limitierter, als sie ohnehin schon war. Es sah mit Pacheco sogar stellenweise besser aus als mit Connor Miller. Aber natürlich, wenn sich dein Quarterback verletzt, ist das nie ein gutes Zeichen und macht mit dir vielleicht auch was. Deswegen haben sie das Passspiel gar nicht mehr in den Griff bekommen, selber darzubieten. Laufspiel war heute sogar im Vergleich zu den anderen Spielen solide. Aber die Laufverteidigung hat hier dann nichts mehr entgegensetzen können. Das war's, die Raiders Tirol gewinnen mit 17:3 gegen die Barcelona Dragons. Vielen Dank fürs Zuschauen hier auf ran.de. Morgen ab 12.45 Uhr live auf ProSiebenMax, Milano Siemen und Munich Ravens. Und Hamburg gegen Frankfurt. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Samstagabend. Tschüss und viel Spaß morgen. Bis bald. Habe die Ehre. Ciao.